Halo, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u još jednu novu video lekciju, podeljenu na dva dela, dve priče, prva priča A1, druga priča A2, zajedno ih pravimo u toku klipa, dakle prevodimo rečenice, imamo neke ponuđene reči, pokušavamo da složimo i konstruišemo što precizniju, što tačniju rečenicu na nemačkom. Kao što rekao, prva je malo lakša, a jedan nivo, druga je priča za A2 nivo, pa viel Glück, nadam se da ćete ih uspešno prevesti, napisati, odraditi i što je najbitnije da ćete ih prepisati kod vas negde u svesci ili da ćete ovaj klip gledati više puta, što je za mene bolje, ali dobro, kako god vi odlučite. Dakle, bitno je samo da ponovite te dve priče toliko puta dok ne budete bili u stanju da ih nekome ispričate. Ili ako nemate kome da ih ispričate, uzete beli papir i probajte onako iz glave da izbacite sve to što imate na nemačkom. Da vidite da li vi možete da ispričate to na nemačkom. Ako možete, sve tako precizno, lepo, odlično, na pravom ste putu. A i ako ne možete, naravno, sve ono što treba da uradite jeste da ponovite još mnogo puta, da je čujete i pročitate još mnogo puta, sve dok ne uspete da je ponovite. I tako, to su pravi ti čvrsti koraci kojima se krećete ka tome da propričate na nemačkom. Krećemo ono. Počnemo da pravimo priču. Sie gehen der Freund i das Kino. Dakle, očigledno hoćemo da kažemo da ona ide sa svojim prijateljem, dečkom, u bioskop. Može? Sie geht sa svojim dečkom mit ihrem, dativ, muški rod. Ihr Freund mit ihrem Freund. U bioskop, kuda, akuzativ, srednji rod, ins Kino. Das Kino. Dakle, sie geht mit ihrem Freund ins Kino. Treffen u sledećoj. 7 Uhr ispred bioskopa. Dakle, oni se nalaze u 7 ispred bioskopa. Sie treffen sich um 7 Uhr vor plus dativ dem Kino. Sie treffen sich um 7 Uhr wo? Vor dem Kino. Ispred bioskopa. Sie treffen sich um 7 Uhr vor dem Kino. Broj 3. Imamo glagol wollen. Ex, film i sehen. Sehen. Dakle, oni žele da gledaju taj neki ex film. Sie wollen. Sie wollen den Film Tai Tai sehen. Sie wollen den Film. Znači, film je der Film muškog roda. U akuzativu je den Film. Sie wollen den Film X sehen. Also, sie geht mit ihrem Freund ins Kino. Sie treffen sich um 7 Uhr vor dem Kino. Und sie wollen den Film X sehen. Ok, da vidimo što imamo dalje. Oni vole, ne, ništa, nego gern, sehen gern im Kino. Dakle, hoćemo da kažemo, oni vole da gledaju filmove u bioskopu. Sie sehen gerne filme im Kino. Sie sehen gerne Filme im Kino. Ili sie gehen gerne ins Kino. Da vidite tu razliku u bioskopu, dativ, im Kino, i u bioskop, akuzativ, ins Kino. Dobro. Kaufen. Karten. Znači, kupuju karte za... U stvari, ona kupuje karte za bioskop. Sie kauft die Karten za film. Für den Film. Sie kauft die Karten für den Film. Sie kauft die Karten für den Film. A er und kaufen popcorn i kola. On kupuje kokice. Dobro.
Znači, napisao jedna reč. Dobro, er kauft Popcorn und Cola. Dobro, ovo je bilo lako. Er kauft Popcorn und Cola und sie kauft die Karten für den Film. Die Karten für den Film. Okay. Suchen Plätze. Dakle, onda oni traže svoja mesta. Dann suchen sie ihre Plätze. Platz, der Platz, množina, die Plätze. Dann suchen sie ihre Plätze. Traže gdje će da sednu. Sie suchen ihre Plätze. Ona ima broj 5, on ima broj 6. Sedište. Znači, sie hat den Platz Nummer 5 und sein Platz, ili je, kažemo, anjen dečko, bolje tako, und ihr Freund hat den Platz Nummer 6. Sie hat den, znači akuzativ, den Platz Nummer 5 und ihr Freund hat den Platz Nummer 6. Ok. Idemo dalje. Bioskop je veliki. Das Kino ist veoma veliki. Das Kino ist sehr groß. Das Kino ist groß. Und oni moraju malo duže da traže svoja mesta. Sie müssen ein bisschen länger ihre Plätze suchen. Sie müssen ein bisschen länger ihre Plätze suchen. Also sie hat den Platz Nummer 5, ihr Freund hat den Platz Nummer 6, aber das Kino ist sehr groß. So, sie müssen ein bisschen länger ihre Plätze suchen. Dobro, oni nalaze svoje mesta. Sie finden ihre Plätze. Sie finden. Sie suchen und dann sie finden. Prvo traže, suchen und dann finden. Nalaze. Sie finden ihre Plätze. Plätze. I onda oni sedaju. Znači, dann setzen sie sich. U pitanju je glagol sich setzen. Ne sitzen. Sitzen je sedeti. Ich sitze jetzt. Ja sedim, ali sie setzen sich. Oni sedaju. Sie setzen sich. Broj 13 je, znači imamo glagol anfangen i der film. Znači, treba da kažemo, film počinje odmah. U stvari, na vreme. Na vreme. Der film fängt pünktlich an. Znači, ovaj anfangen, glagol nepravilan i plus ima razvojni prefiks. Znači, der Film fängt pünktlich an. Film počinje na vreme. Der Film fängt pünktlich an. Der Film hat keine Verspätung. Nema kašnjena. Hat keine Verspätung. Der Film fängt pünktlich an. Počinje na vreme. Film je spannend. Spannend i gefallen. I njima se sviđa. To hoćemo da kažemo. Znači, film je uzbudljiv. Der film ist spannend und on gefällt njima. Also, der Film ist spannend und der Film gefällt Ihnen sehr.
Der Film ist spannend und der Film gefällt Ihnen sehr. Dobro. Film traje duže nego što su oni mislili. Der Film dauert länger als nego länger als oni mislili, als sie dachten ili gedacht haben. Znači, der Film dauert länger als duže nego länger als sie dachten. Der Film dauert länger als sie dachten. Ali oni su zadovoljni sa filmom. Aber sie sind mit dem Dativ, mit dem Film zufrieden. Aber sie sind mit dem Film zufrieden. Also, der Film fängt pünktlich an. Keine Verspätung. Pünktlich. Der Film ist spannend und der Film gefällt Ihnen sehr. Der Film dauert länger, als Sie dachten, aber Sie sind mit dem Film zufrieden. Na putu jedu Eis, Sladoled i reden i pričaju o filmu. Znači, na putu kući jedu Sladoled i pričaju o filmu. Auf dem Weg essen sie Eis und reden über den Akkusativ Film. Auf dem Weg essen sie Eis und reden über den Film. Na putu essen sie Eis, jedu oni Eis und reden, razgovaraju über den Film. Morgen, znači sutra, idu na posao i moraju da rano aufstehen i moraju rano da ustaju. Znači sutra idu na posao i moraju rano da ustaju. Sie gehen morgen zur Arbeit und moraju, müssen, früh aufstehen. Sie gehen morgen zur Arbeit und Sie müssen früh aufstehen. Sie gehen morgen zur Arbeit und Sie müssen früh aufstehen. Čim dođu kući, idu u krevet. Sobald, čim. Sobald sie nach Hause kommen, gehen sie ins Akkusativ Bett. Sobald sie nach Hause kommen, gehen sie ins Bett. I poslednja rečenica je sledeće nedelje opet idu u bioskop. Nächste Woche gehen Sie wieder ins Kino. Nächste Woche gehen Sie wieder ins Kino. Ja, ispričali smo jednu pričicu za početni jedan koja glasi: Sie geht mit Ihrem Freund ins Kino. Sie treffen sich um 7 Uhr vor dem Kino. Sie wollen den Film X sehen. Sie sehen gerne Filme im Kino. Sie gehen gerne ins Kino. Sie kauft die Karten für den Film. Er kauft Popcorn und Cola. Dann suchen Sie Ihre Plätze. Sie hat den Platz Nummer 5 und Ihr Freund hat den Platz Nummer 6. Das Kino ist sehr groß.
Sie müssen ein bisschen länger Ihre Plätze suchen. Sie finden Ihre Plätze. Endlich. Und dann setzen Sie sich. Der Film fängt pünktlich an. Der Film ist spannend und er gefällt Ihnen sehr. Der Film dauert länger, als Sie dachten. Aber Sie sind mit dem Film zufrieden. Auf dem Weg essen Sie Eis und reden über den Film. Sie gehen morgen zur Arbeit und müssen früh aufstehen. Sobald Sie nach Hause kommen, gehen Sie ins Bett. Nächste Woche gehen Sie wieder ins Kino. Idemo na priču broj 2, nivo A2. Tom je pod stresom. Tom ist gestresst. Tom ist gestresst. Unter Druck. Možemo reći, osjeća se. Er fühlt sich unter Druck. Pod pritiskom. Ili er ist gestresst. Er fühlt sich unter Druck. Želi da se preseli. Er will umziehen. Er ist gestresst. Er fühlt sich unter Druck. Er will umziehen. Er will umziehen. U svom starom stanu on se više ne osjeća dobro. In seiner alten Wohnung fühlt er sich nicht mehr wohl. In Plusativ die Wohnung, in seiner alten Wohnung fühlt er sich nicht mehr wohl. Ili er fühlt sich nicht mehr wohl in seiner alten Wohnung. Dobro. Treba mu više prostora, jer je njegova soba suviše mala. Treba mu više prostora. Er braucht mehr Platz. Weil sein, jer je njegova soba suviše mala. Sein Zimmer zu klein ist. Er braucht mehr Platz. Weil sein Zimmer zu klein ist. I zbog toga on traži online neki drugi stan. Deshalb sucht er online nach einer anderen Wohnung. Deshalb sucht er online nach einer anderen Wohnung. Ima toliko mnogo stanova. Es gibt so viele Wohnungen. Es gibt so viele Wohnungen. Izbor je zaista veliki. Die Auswahl ist wirklich groß. Es gibt so viele Wohnungen. Die Auswahl ist wirklich groß. On ne može da se odluči. Er kann sich nicht entscheiden. Er kann sich nicht entscheiden. I on moli svoju devojku za pomoć. Er bittet seine
Freundin um Hilfe. Er bittet seine Freundin um Hilfe. Bieten, ponuditi, bitten, zamoliti. Er bittet um, znači za pomoć. Er bittet koga? Seine Freundin um Hilfe. Ali ona ne zna koji je stan najbolji za njega. Ona ne zna. Sie weiß nicht. Koji stan? Welche Wohnung je najbolji za njega? Welche Wohnung die beste für ihn? Glagol na kraju. Ist. Sie weiß nicht, welche Wohnung die beste für ihn ist. On gleda ponude. Er sieht sich die Angebote an. Sich das Ansehen. Er sieht sich die Angebote an. Er sieht sich die Angebote an. On može stan u gradu da uzme, da iznajmi. Er kann eine Wohnung in der Stadt mieten oder nehmen. Er kann eine Wohnung in der Stadt mieten oder nehmen. Ali može da uzme i stan u selu. Er kann auch eine Wohnung na selu, auf dem Land oder in einem Dorf nehmen. Er kann auch eine Wohnung auf dem Land oder in einem Dorf nehmen. Dobro. U gradu ima puno prodavnica. In der Stadt gibt es viele Geschäfte. In der Stadt gibt es viele Geschäfte u blizini. In der Nähe. I u gradu uvek ima puno toga da se radi, da se preduzima. In der Stadt gibt es viel zu tun oder unternehmen. In der Stadt gibt es viel zu unternehmen. On može, tražim rečenicu, ići autobusom. On može ići, on može putovati autom, autobusom ili U-Bahnom. Mit dem Bus, mit der Bahn fahren. Er kann mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Auto fahren, ali je suviše bučno. Aber es ist zu laut. Ili ima suviše buke. Aber es gibt zu viel Lärm in der Stadt. Es ist zu laut. Es gibt zu viel Lärm in der Stadt. U selu je mirno, ali ima malo prodavnica. Auf dem Land ist es ruhig, aber es gibt weniger Geschäfte. In der Stadt ist es ruhig, aber es gibt weniger Geschäfte. Treba mu auto, zato što tamo nema autobusa. Er
braucht ein Auto, weil es keinen Bus, es keinen Bus dort. Ne, bolje ćemo reći tamo ne vozi nijedan autobus. Weil kein Bus dort fährt. Weil kein Bus dort fährt. Ili dort fährt kein Bus. Weil dort kein Bus fährt. Da, tako lepše zvuči. Ne vozi autobus. Dobro. Ovo nije laka odluka. Das ist keine leichte Entscheidung. Das ist keine leichte Entscheidung. Und on mora da razmisli. Er muss nachdenken. Er muss nachdenken. Dobro, da vidimo kako smo to priču napravili. Tom ist gestresst. Er fühlt sich unter Druck. Er will umziehen. In seiner alten Wohnung fühlt er sich nicht mehr wohl. Er braucht mehr Platz, weil sein Zimmer zu klein ist. Deshalb sucht er online nach einer anderen Wohnung. Es gibt so viele Wohnungen. Die Auswahl ist wirklich groß. Er kann sich nicht entscheiden. Er bittet seine Freundin um Hilfe. Aber sie weiß nicht, welche Wohnung die beste für ihn ist. Er sieht sich die Angebote an. Er kann eine Wohnung in der Stadt mieten oder nehmen. Und er kann auch eine Wohnung auf dem Land oder in einem Dorf nehmen. In der Stadt gibt es viele Geschäfte in der Nähe. In der Stadt gibt es immer viel zu unternehmen. Er kann mit dem Bus, mit der Bahn fahren. Aber es ist zu laut. Es gibt viel Lärm. Auf dem Land ist es ruhig. Aber es gibt weniger Geschäfte. Er braucht ein Auto, weil dort kein Bus fährt. Das ist keine leichte Entscheidung. Er muss nachdenken. Okay, das war die zwei Geschichten für heute. Wir sehen uns im nächsten Clip. Tschüss.